Bam, ich bin da und du bist mit dabei. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Castle. Heute möchte ich anfangen mit dem Magierturm, also so wie ich ihn mir vorstelle, Leute. Ich habe nämlich hier direkt schon mal einen Platz freigelegt hier. Hier möchte ich ihn nämlich hinzimmern. Das müssen wir dann noch ein bisschen anpassen, vielleicht hier abflachen, dass es hier nicht so eine gerade Wand ist. Aber der Magierturm soll logischerweise rund sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, also ja, ich würde gerne also eine runde Form bauen, aus Marble halt gechiselt und dann mit Dark Oak Woods die Stützen machen. Allerdings ist mir gerade eingefallen, wenn ich das hier an der Seite mache, da ist Lava. Wie weit, Leute, wie weit kann ich das wegbauen von der Lava, ohne dass es anbrennt? Also ich zeige euch jetzt mal kurz, wie in etwa ich das vorhabe. Wir machen den jetzt etwa so. Also machen wir mal hier 5. Ne? Und dann hier 1, 2 und dann hier 1, 2, 3, 4, 5. Also so. Ich chisel das gleich. Ich mach, habe ich Erde dabei? Ne, sonst hätte ich das mit Erde machen können. Also so in der Größe auf jeden Fall. Und dann halt vorne so als Stütze oder, also ich hätte das so gemacht, so als Stützen nach oben, und in die Ecken hier hätte ich Zäune gemacht. Also vom Stil her finde ich das eigentlich nicht schlecht. Ich mache jetzt einfach mal so eine Reihe, dass ihr euch das vorstellen könnt. Und in die eine Eckform mache ich dann wo Fenster reinkommen. So, wir chiseln jetzt einfach mal ein Stack und gucken mal, was gefällt uns denn am besten. Ich weiß nicht, ich finde, Weiß hat halt echt schon was Edles, Magisches. Nur welche, ja, Bricks benutze ich dafür am besten, ne? Welches sieht denn am besten? Ich glaube, ich nehme einfach mal hier diese Small Bricks. Hätte ich jetzt gesagt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Und dann guckt mal, Achtung. Jetzt will ich das so. Und dann hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier wieder 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2, zack, zack. Und hier, ja, das würde garantiert abbrennen, Leute. Ich glaube, ja, wenn ich jetzt hier Holz hinbaue, würde das abbrennen. Oder? Ich will halt den, was heißt Tempel? Den Magierturm würde ich halt schon gerne mit anderen, also ich würde den gerne mixen, so halt mit Baustoffen, und das Holz finde ich eigentlich passend dazu. Aber was wäre, wenn ich das Holz hier hin mache, in die Ecken? Also so, in etwa. So. Dann würde das doch hier, na, würde das abbrennen? Komm, wir gehen jetzt mal das Risiko, Leute. Wir gehen jetzt Risiko und gucken, ob das irgendwann mal abbrennt. Ich habe ja genug Holz am Start auf jeden Fall. Und übrigens, Leute, jetzt sind mal die weiblichen Personen unter euch gefragt. Warum die weiblichen? Leute, ich brauche Beauty-Tipps. Ja, ich weiß, ich habe eigentlich Steffi für solche Sachen, aber ich hätte gerne, guck mal, was gegen meine Augenringe. Ich krieg die nicht weg, egal wie lange ich schlafe. Ich kann schlafen bis nach Bagdad und die gehen nicht weg. Und dann, guckt mal hier, da ist, das ist, ich glaube, ich komme in die Pubertät. Endlich, Leute. Endlich. Ich weiß ja nicht, aber ich, Leute, ich könnte da mal eure Hilfe gebrauchen. Ne, ihr kennt euch da bestimmt aus. Okay, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal eine Timelapse oder ein Zeitraffer, so, ne, dass ich hier das aufbaue. Allerdings habe ich keinen Cam-Account, dass ich das von oben filmen kann. Leute, ihr seht mich jetzt, ne, hier die, ne, Facecam, wie ich irgendwelche komischen Bewegungen mache und so, und das halt ganz schnell. Genauso wie den Bau. Also ich ziehe das jetzt einfach mal hoch. Ach, ihr werdet es sehen. Und lass Musik dabei laufen. Leute, es brennt! Verdammt! Also da müssen wir uns noch irgendwas überlegen, Leute. Mist. Das ist jetzt nicht so geplant gewesen von mir. Okay, ich überlege mir was, dass das vielleicht nicht mehr vorkommt. Also wir machen die Lava da an der Stelle einfach weg. Das ist die einzige Möglichkeit, ne? Viel weiter nach da kann ich es nicht verschieben, weil dann ist es zu nah am Berg. Ach, egal. Lass mal weitermachen.
So, was machen wir jetzt mit der Lava? Ja, das ist jetzt halt so eine Sache, Leute. Ich glaube, ich mach die mal zu. Bis, ja, nach da vorne so. Mann, das gefällt mir gar nicht. Da klatschen wir jetzt einfach mal die Erde, die ich gerade von der Quarry geholt habe, hin und gucken mal, ja, wie es einigermaßen in Ordnung aussieht, wenn ich das jetzt einfach mal so mache hier. Und nochmal so. Also es sieht halt jetzt nicht so der Wahnsinn aus, aber es muss sein, wenn ich das so umsetzen möchte, was ich vorhabe. Also ich glaube, so müsste es nicht mehr anbrennen. Gucken wir einfach mal. So. Und so. Und hoffen jetzt einfach mal. Leute, betet mal mit mir eine Runde. Das kann ja nicht sein, dass das hier abbrennt, ne? Auf jeden Fall habe ich mir eben gedacht, dass wir das so gestalten. Mit dem Holz und jetzt dann eben wieder eine Stufe draufsetzen, eine Stufe draufsetzen, eine Stufe draufsetzen. Und auf jeden Fall, das soll auf jeden Fall höher als die Mauer werden hier. Also, ja, das soll mega groß werden eigentlich, Leute. Wir machen den bis nach Bagdad, habe ich gehört. Ich brauche auf jeden Fall noch Holz. Schon wieder! Ah, nein, und jetzt könnte der ganze Turm abbrennen. Oh nee, 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 Mann, Mann, Mann. Nein, 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 nein. Alter, diese Dreckslava. Oh Mann. Geh aus. Alter, warum brennt sie hier? Oh nee. Ein feuriger Magenturm. Ich weiß, Leute. Aber brauche ich ja nicht. Nein. Nein! Verdammt! Das gibt's doch nicht! Es ist immer wieder Schluss hier! Och Mann! Wie kann denn das sein? Das sind das die Funken? Och Mann, ich will das nicht! So. Ich will das nicht, Leute. Macht, dass es aufhört. Leute, ich muss dafür eine Lösung finden. Auf jeden Fall kommen da noch Fenster rein. Wobei... Warte, also Fenster kommen. Natürlich kommen Fenster rein, Leute. Allerdings bin ich am Überlegen, wie ich das dann noch... Ja... Hier hätte ich jetzt Zäune hingemacht, hier an die Stelle. Aber da hätte ich auch Fenster hingemacht. Das ist jetzt so das Ding, wo ich sage, okay. Hm, was mache ich da? Soll der Turm hier in der Ecke keine Fenster haben? Ich weiß es nicht. Leute, ich packe da jetzt mal Zäune hin. Ich habe mir mal ein paar Zäune gemacht und gucke jetzt mal, wie das aussieht, wenn wir das so hinpacken. So, und das zieht sich dann bis nach oben durch. Ich weiß ja nicht, aber meiner Meinung nach sieht das gut aus. Und das in jeder Ecke. Nur, wo packe ich dann Fenster hin? Also, ja, da oben halt, ne? Aber das ist halt auch nicht so das Wahre, Leute. Leute, ich brauche jetzt mal eure Kommentare. Und dann werde ich den Turm weiterbauen. Ich will wissen, so was ihr meint. Ich will ihn auf jeden Fall hoch durchziehen. Und oben dann auch eine runde Plattform haben mit einem Runddach oben. Und oben kommt dann auch der Zaubertisch rein. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Leute. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Bis dann und tschüss.